Da muss ich auch ein bisschen für aufrüsten. Ja, und die werden uns mehr Asche geben, denke ich mal. Oh ja. Bin jetzt gleich ohnehin erstmal gespannt, was wir an Asche kriegen. Oh ja. Scheint auch irgendeine Base zu sein. Wieder so eine Miner Base. Von den Randsystemen. Vor allem, es sind auch Piratenjäger. Ja. Manche sind gut und manche nicht. Ich bin am Überlegen, wie ich das mache mit den Waffen. Ich müsste ja vorne die Front trotzdem wieder verbreitern. Ich weiß noch nicht, wie ich in das Uf kommen soll. Boah, wie er schon voll auf dich geht, Mann. Na, jetzt nicht mehr. Bei denen gehe ich auf die Seite. Naja. Ach, der ist es wieder. Wie er sich gar nicht gewehrt hat, weil er hinter so einem Stein war. Ja, der hatte auch gar nicht die Reichweite. Der hatte nämlich bloß die Abwehrwaffen. Nur die Ach so, Abwehrgeschütze für die sind Raketen. das. Ja, okay. Dit kleine Dingen. Sieht zwar immer richtig brutal aus, wenn die dann alle ballern. So auf einmal, wenn der nah genug dran Aber ist. die machen nicht so viel Damage. Nee, genau. Aber die Flakgeschütze, die machen zwar gut Damage, aber ich finde, die sehen voll blöd aus, wenn die schießen, weil du hast da keinen Schuss. Du siehst nur, wie sie abfeuert und einen Einschlag. Das finde ich ein bisschen schade. So, Da habe ich nicht drauf geachtet. jetzt pass auf, was alles an Money reinkommt. Alles abgeben. Da kommt gut Kohle rein, 20.000 hier. Ja. Fliegt man nach oben oder nach links oben? Fliegen wir mal Nach nach links oben. oben, wa? Naja, links oben haben wir nichts zum Abgeben, sehe ich gerade. Stimmt, ja. Ja, dann rechts oben. Und nehmen die Fragezeichen Ja, mit. so wie es ursprünglich der Plan war. War eh schon verwundert, was wir da hätten abgeben können. Dann hefte ich mich jetzt mal an deine Fersen. Wartet. 100.000 habe ich jetzt. Ich auch. Hast du eigentlich schon was freigeschalten? Nee, ne? Nee. Weil meine Reparaturkosten am Anfang etwas höher waren. Ja. Ich wüsste auch noch nicht, was ich jetzt freischalten Hyperantrieb. soll. Hyperantrieb auf jeden Fall. Ja, den auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich wüsste auch nicht. Vielleicht die großen Laser. Nicht mal da bin ich mir sicher. Aber die sind halt auch nicht teuer, ne? Die großen Laser? Nee, ich glaube 2000 oder so, ne? Hm. Und der Mining Laser ist auch nicht sehr teuer, aber den brauchen wir halt noch nicht, ne? Ja, der Mining Laser bleibt wohl trotzdem interessant. Damit wir ja das Hyperium abbauen können, wenn wir es mal sehen. Und die Munition. Und genau. Oh. Ich habe einen eingekauft und der ist jetzt da unten und verreckt an der Station. Naja, egal. Pech gehabt. Dürfte nicht. Ich glaube, da gab es auch ein Update zu, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Leute, die jetzt ausgestiegen sind, wenn die aus deinem Sichtbereich raus sind, dann verlieren die keinen O2 mehr. Das heißt, du kannst da später vorbeifliegen und ihn aufsammeln. Okay. Aber O2 wird mir jetzt angezeigt als Warndreieck. Naja, egal.
Okay, ja gut, dann lasse ich mich mal überraschen, ob der einfach gleich weg ist oder. Genau, oder ob der jetzt die ganze Zeit bei der Station bleibt. Ja. Und soll halt wieder in die Station rein. Ja. Ist und so. Da warten. Erstmal wieder schön in die Cafeteria setzen, weißt du, und warten, bis der Auftraggeber ihn abholt. Der Arbeitgeber. Einfacher kann man auch in Zukunft die Credits nicht verdienen. Das stimmt, ja. Oh. Oh. Sind viel, du fliegst da noch weiter drauf zu. Oder wolltest du die jetzt machen? Aber wenn das wieder drei von den anderen sind da, wo schon zwei uns richtig zusetzen, dann stehen wir da. Ja, wir haben ja keine Quest. Eben. Das könnte vielleicht so eine Fraktionsquest sein. Die nee. Hast du ja nicht angenommen, oder? Nee, hab ich nicht. Aber Fraktionsquests sind für uns ja keine Feinde, wenn wir mit der Fraktion keinen Krieg haben. Okay, das stimmt. Dann ist es einfach nur ein Fragezeichen zum Aufdecken der Karte, weil das ist auf jeden Fall eine Quest. Ja. Da geht die Zahl ja immer weiter nach oben. Dreimal oder viermal, ja. Voll die Station wegrammst. Ups. Ich hab's nicht gesehen, ich bin voll rausgezoomt. Aber das CO2, das CO2, das, ja, Zeichen ist weg. Okay. Hm. Egal, ich werbe jetzt einen neuen an und warte auf den einfach. Ich muss mal gucken, habe ich nicht eben auch Leute verloren? Ja, drei Stück. Ach ja, und ich wollte ja noch was freischalten. Gucken, wie viel Geld habe ich denn jetzt? Ich bin jetzt bei 170.000. So, ich bin bei 169.000. Ah, jetzt kommt ein bisschen wieder noch rein. 176.000. Aber... Ich habe jetzt den großen Laser habe ich schon mal freigeschaltet. Aber... Ja, ich wollte gerade sagen, den kleinen Hyperantrieb habe ich auch schon freigeschaltet. Jetzt eben. Kontrollraum. So, mal schauen, was so möglich sein wird, hä? Sag mir, wenn du noch was freischaltest, bitte. Ja, ich bin am überlegen, ob ich den Kontrollraum freischalte oder vielleicht die riesige Schubdüse. Was verbraucht dein Schiff momentan an Punkten? Wo sehe ich da? An Punkten? An Kommando? Ja. 33. Und 50 kann so ein kleines Ding. Wenn wir jetzt aufrüsten, werden es mehr. Dann ist der Kontrollraum schon sinnvoll. Habe ich mal hier dazu gebucht. Okay. So, mal gucken, was die Werft sagt. Werft vor allem. So, also ein Control Room, schweren Laser hast du gekauft, ja? Genau. Noch was? Nee. Nee. Hm. Problem ist, dass ich noch nicht weiß, was ich jetzt basteln soll. Ich werde erstmal meinem Konstrukt so festhalten, werde es erstmal vergrößern, denke ich. Und danach werde ich mein Konstrukt ändern. Ja. Also das wird jetzt das letzte Mal, dass ich jetzt bei dem Konstrukt bleibe. Zumindest ist so erstmal der Plan bei mir. Klingt eigentlich nach einem guten Plan. Aber ich werde schon mal ja auch was vergrößern. Indem ich jetzt einen Kontrollraum reinsetze. Und auf jeden Fall die größeren Reaktoren reinbaue. Das hier allerdings ausschneiden und noch um eins runter versetzen. Um 2, 3. Machen wir es mal um 2.
Oh, 42 werden sogar schon empfohlen. Da haben wir nur die Waffen. Füllen wir erstmal alles aus. Damit ich weiß, was ich noch an Geld zur Verfügung habe, sonst habe ich nämlich nachher ein Problemchen. Oh, du hast aber nicht zufällig den Dings gekauft, oder? Den, den Maschinenraum. Nee, den habe ich nicht gekauft. Schade. An der Front muss ich noch was umbasteln. Hört man auf die Art und Weise. Könnte ich zur besseren Manövrierfähigkeit sogar den reinsetzen. Ein bisschen Zaster habe ich noch. Könnte ich so machen und könnte ich tauschen. Ist vielleicht noch mal ein Stückchen besser. Oh, bist du das? Nee. Ich glaube nicht, dass wir jetzt angegriffen werden hier. Nee. Also, das war irgendein Neutraler. Ich dachte nur gerade, du warst das. Hier ein bisschen Platz noch für den Lager. Hey, habe ich das? Dann kann ich ihn noch dahin bauen. Den hier gegen drei kleine austauschen. Boah, das ist cool. Ich werde die Form sogar behalten. Ich weiß jetzt, wie ich die U-Form mache. Ich werde das Schiff jetzt immer so, denke ich, ausbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Oder was heißt eine gute, aber es ist zumindest schon mal eine Anfangsidee.
Okay, ich brauche, wie viele empfohlen sind 44? Platz habe ich für 42. Das ist schon mal nicht die schlechteste Bilanz. Wie schaut es da bei dir aus? Vom Platz her mit den Medikans? Ja. Moment. Da habe ich, ich brauche 53 und habe Platz für 60. Boah. Was heißt da Boah? Naja, was heißt denn da nicht Boah? Irgendwie eine berechtigte Frage. Könnt ihr noch zwei Krukatiere ransetzen, tatsächlich? Dann würde ich den Weg unten vermindern, aber müssen die da raus? Nein, müssen sie nicht. So, und Lager, da kann man durchlaufen. Da reicht im Prinzip auch das Kleine. Das basteln wir dann da und dahin. Und noch entsprechend die Türen. Okay, ich bin mal gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich werde mein Schiff jetzt ausbauen. Hast du deinen schon gemacht? Nee, ich mach's jetzt gleich. Zack, meins steht. Oder fliegt. So zufrieden? Ja, fürs Erste schon. Hey, ich baue's jetzt auch aus. Bist du soweit? Ich bin soweit. Boah, ist das ein Klotz.